Ja, unsere Kanzlei ist heuer ja 15 Jahre alt geworden und zu diesem 15er haben wir uns schon selber beschenkt. Wir haben ja neue Anwältinnen und Anwälte in der Firma. Wir sind jetzt 8 insgesamt. Wir haben einen neuen Standort in Graz eröffnet und wir haben im Sommer auch schon ein lässiges Hoffest gefeiert, intern, Corona-konform. Und heute erzählen wir euch ein bisschen was über unsere Kanzlei und zeigen euch ein paar Gegenstände, die mit der einen oder anderen Geschichte über und zu NHB verbunden sind. Ob Geburtstagsfeier, Anwaltsprüfung, Babyparty oder ein Firmenjubiläum, bei NHP finden wir immer einen Grund zum Feiern. Ich soll jetzt in diese Trickkiste greifen und fange einen Biber heraus. Dieser Biber erinnert mich an mein allererstes Verfahren bei NHP, die Genehmigung des Kraftwerks Sohlstufe Lehn, wo wir quasi alles erlebt haben, was es zu erleben gibt. Und unter anderem wäre die Genehmigung fast daran gescheitert, weil der Biber ja eine streng geschützte Art ist. Aber wir konnten dem Biber ganz großzügige Ersatzlebensräume zur Verfügung stellen. Und ich bin seither Tierfreund und wünsche NHP alles Gute zum 15er. Sehr passend natürlich, passt sehr zu NHP. NHP steht auch für Umweltrecht einfach und verständlich erklären auf den YouTube-Kanälen 3 Minuten Umweltrecht und Willkommen Umweltrecht. 15 Jahre NHB bedeutet 8 Jahre Mut gehört Umweltrecht. Mut gehört Umweltrecht ist ein Projekt, wo wir mit allen Universitäten in Österreich zusammenarbeiten. Es ist ein besonderes Projekt. Wir versuchen mit dem Mut gehört Umweltrecht die Studierenden für das zu begeistern, wofür wir uns selber begeistern können, nämlich fürs Anlagen- und fürs Umweltrecht. Ein Trichter und ein Wikingerhelm, ein bisschen peinlich, aber den muss ich jetzt aufsetzen. Wir lieben es nämlich, auf Betriebsausflüge zu fahren und führen uns dort auch ziemlich auf, muss man ganz offen sagen. Und einer unserer Betriebsausflüge war auf der Donau, da waren wir auf einem Wikingerschiff und ich dachte, das wird total peinlich, aber sogar dort haben wir noch eine Gaudi gehabt und einen Spaß. Und noch schlimmer ist dieser Trichter, den brauchen wir für jeden Betriebsausflug, um eine eklerregende Mischung herzustellen und die heißt K-Tonic. Das ist eine Mischung aus Kaffee und Gin Tonic. Und Näheres erkläre ich dazu besser nicht mehr. Jetzt merke ich aber, wie kompliziert das ist. Unsere NHB-Lauf-T-Shirts, die haben eigentlich fast schon Kultcharakter, vor allem weil wir jährlich die Farbe wechseln und da waren durchaus schon ein paar farbliche Highlights dabei in den letzten Jahren. Zum Einsatz kommen diese T-Shirts im Wesentlichen bei diversen Lauf-Events, wo wir dann als gesamtes Team teilnehmen, zum Beispiel dem Wiener Business Run oder dem Salzburger Airport Run. Ah, meine Bergschuhe. Das ist das Schöne an unserem Job. Wir sind nicht nur im Büro, sondern wir kommen auch mal raus und kommen an die frische Luft. Wir sind oft bei unseren Mandanten, um sie bei ihren Projekten auch vor Ort zu unterstützen. Und da führt uns unser Weg auch oft einmal auf einen Berg hinauf. Ah ja, die Studienzeit. Ja, dissertiert habe ich leider nie, weil ich habe Geografie nebenbei auch noch studiert und somit habe ich schon sehr viel Zeit auf Universitäten verbracht. Allerdings, wenn es damals schon das NAB-Dissertationsstipendium gegeben hätte, hätte man es vielleicht noch überlegt. Das ist nämlich mit 2000 Euro dotiert und wird jetzt schon zum 7. Mal ausgeschrieben. Infos zur jährlichen Ausschreibung findet ihr auf unserer Homepage. Das ist mein Schlüsselbund. Und der ist mit jedem Standort, den wir gegründet haben, immer dicker geworden. Viel zu dick, finde ich, und viel zu groß. Vereinfacht gesagt, das ist der Wiener Standort. Das ist der Salzburger Standort. Und dieser sehr dicke, unhandliche Schlüssel ist unser neuer Standort in der Steiermark. Und schauen wir mal, was in den nächsten Jahren noch passiert. Vielleicht wird er noch umfangreicher und noch größer werden.